Herzlich willkommen zum vierten Türchen unseres Food Adventskalenders, zu dem mich der liebe Alex vom Kanal Natürlich Lecker eingeladen hat. Ich und viele andere YouTuber haben sich da nämlich richtig leckere Weihnachtsrezepte für euch überlegt und alle Kanäle findet ihr unter dem Video in der Infobox verlinkt, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und von mir gibt es heute richtig leckere Linzerplätzchen, die optisch nicht nur super gut aussehen, sondern auch total gut schmecken. Und hier kommen wir auch schon zu den Zutaten. Für den leckeren Keksteig benötigen wir ganz normales Weizenmehl, gemahlene Mandeln sowie ein Ei, zimmerwarme Butter, Puderzucker, gemahlene Nelken, Zimt, so viel ihr mögt, und ein Teelöffel Backkakao, Vanillezucker und etwas Backpulver. Für die Füllung benutze ich hier Johannisbeergelee ohne Kerne und das ist hier ein ganz feines und sämiges. Ihr könnt aber auch jede andere beliebige Marmelade verwenden. Und zum Ausstechen der Kekse benutze ich hier verschiedenste Keksausstecher. Falls ihr keine da haben solltet, so nehmt doch einfach ein rundes Glas und ihr könnt die Mitte dann mit dem Deckel einer Wasserflasche zum Beispiel ausstechen. Weiter geht's nun mit der Teigzubereitung. Hierzu fülle ich die weiche Butter zusammen mit dem Puderzucker und dem Vanillezucker in mein Rührgerät und verrühre alles zu einer cremigen Buttermasse. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal alle trockenen Zutaten miteinander vermengen. Sobald sich Butter und Zucker verbunden haben, gebe ich dann noch das restliche Ei dazu und zu guter Letzt dann nach und nach die trockenen Zutaten. Bei mir ist der Teig jetzt sehr weich gewesen, weil meine Butter auch zu weich war. Ich habe sie zu lange in der Mikrowelle gelassen. Optimal ist es natürlich, wenn die Butter nicht zu sehr geschmolzen ist, sondern einfach nur zimmerwarm ist. Das macht aber nichts. Ich habe mir einfach genügend Mehl auf meine Arbeitsplatte gegeben und da den Teig nochmal durchgeknetet und zwar so lange, bis er nicht mehr klebrig war. Zu guter Letzt habe ich ihn dann noch in Frischhaltefolie eingewickelt und dann zum Kaltstellen in den Kühlschrank gegeben und da sollte er dann eine Stunde drin bleiben. Nach der Stunde Kühlzeit ist der Teig dann auch schon härter geworden, er ist zwar immer noch ein bisschen weich und deswegen solltet ihr auch wieder eure Arbeitsfläche gut einmehlen und den Teig dann auch immer wieder mit ein bisschen Mehl bestreuen, damit er nicht an dem Nudelholz kleben bleibt. Nachdem ich ihn dann auf ungefähr 4 mm ausgerollt habe, geht es nun ans Ausstechen meiner Plätzchen und zwar mache ich immer ein Pärchen daraus, denn das zweite Pärchenstück wird dann nochmal zusätzlich mit einem kleinen Ausstecher ausgestanzt. Die fertigen Plätzchen kommen dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und sie wandern dann bei 175 Grad Umluft für ca. 10 Minuten in den Backofen. Ihr solltet einfach darauf achten, dass sie wirklich nicht zu lange im Ofen sind, da sie noch schön hell bleiben sollen. Nach dem Backen sehen meine Plätzchen dann so aus. Sie haben leicht an Farbe gewonnen, aber auch nicht zu viel, also genau richtig. Ich lasse sie dann vollständig auskühlen. Das klappt am besten auf einem Auskühlgitter. Und sobald sie ausgekühlt sind, nehme ich mir dann die Kekse, die Löcher haben und bestreue sie sehr großzügig mit Puderzucker. Die Unterseite der Plätzchen, die drehe ich dann auf die andere Seite, denn diese werden jetzt mit dem Himbeergelee bestrichen. Um es ein bisschen flüssiger zu bekommen, habe ich es ganz kurz in die Mikrowelle gegeben und nun lassen sich die Plätzchen auch wunderbar damit einpinseln. Ihr nehmt euch dann nun einfach immer das passende Komponent und klebt es quasi auf den Keks. Das restliche Johannisbeergelee habe ich mir in einen Spritzbeutel gegeben und diesen dann vorne minimal abgeschnitten und damit fülle ich dann die Löcher aus. Ich lasse die Kekse nun 1, 2, 3 Stunden stehen, damit sich die Marmelade verfestigt und dann könnt ihr sie eigentlich auch direkt genießen. Und das Schöne an diesen Linzer Plätzchen ist, je länger sie gelagert werden, desto besser werden sie. Also ihr könnt die locker 3 bis 4 Wochen, sogar länger,
in einer luftdichten und feuchtsicheren Dose einfach liegen lassen. Ich verspreche euch, so lange werden sie auf gar keinen Fall halten. Also wir haben direkt am selben Tag schon fast die Hälfte davon aufgegessen, weil sie einfach sowas von lecker schmecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept mal ausprobiert und auch bei den anderen YouTubern dieser Kooperation mal vorbeischaut. Wie gesagt, die Kanäle findet ihr alle unten in der Infobox. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!